Busch. Federspiel.
Nein, du musst da nicht noch ein bisschen Kühlschrank kommen, die sich aufwärmen kann. Ja, meistens irgendwo im Schatten zu sitzen. Entweder früh morgens schon beim heißen Wetter rauszugehen, um zu jagen, ja, und auch spät abends wieder abkühlt. Ja, und dann nehmen die Vögel natürlich auch ganz gerne mal ein Bad. So, ja, wieder sehr frisch, ne? Wir schwitzen es raus. Der Vogel kann es nicht, der macht das wie Katzen oder Hunde. Ja, jetzt aufgehen. Ja, und dann sieht man auch, da wird oftmals wirklich schwer, den Vogel noch zu motivieren. Aber man sieht auch, es ist für den Vogel ja nicht zwingend notwendig, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Das ist auch so ein falsches Bild, was wir Menschen von den Vögeln haben. Ja? Da muss man auch differenzieren. Schwirrflügler, so wie unsere Falken oder unsere Greife eingerichtet sind, das sind alles Jäger. Ja, Schwirrflügler, Papageien. Das beste Beispiel, Maurersäger, Schwalben. Ja? Die sind ständig in Bewegung, von einer Mücke wird so ein Vogel nicht satt, der braucht mehr. Und deshalb sind die ständig auf dem Querflitz. Ne? So, jetzt kommt noch der Tuchfalke mit dazu. So, und Greifvögel, aber wie gesagt, die haben ganz bestimmte Punkte in ihrem Revier, das kommt ja auch noch mit dazu. Das Revier und das Revierverhalten, ne? Ja. Fremde Artgenossen werden im Revier nicht geduldet, nur der Partner oder die Jungvögel, das heißt alle anderen werden vertrieben. Die Reviergröße richtet sich beim Greifvogel auch immer nach dem Nahrungsangebot. Das kann ein kleines Stück sein, guter Boden, viel Vegetation, dadurch auch viel Beutetiere, strengt sich der Vogel nicht an, um größere Strecken zu fliegen. Der frisst das, was er in der näheren Umgebung hat. Ja. So, Bewohnungszweck, das ist was zu fressen kriegt. Ja, das ist also kein Spaß, auch nichts zu tun mit dem Freiheitsgefühl, was wir immer in Verbindung mitbringen. Das kennt der Vogel nicht, ja, er ist ja an die Reviergrenze gebunden. Deshalb muss man das Ganze immer schön zur Seite. Eine Thermiksäule wieder zu bekommen. Und genau auf das sind wir natürlich angewiesen, was die Geier angeht. Ja, Thermik oder eben ein schöner, heftiger Hangwind, das heißt also West- oder Südwestwind. Das sind bei uns die optimalen Voraussetzungen. Da können die Vögel hier direkt losstarten. Und das war zu früh, Robert. So, und dann können die also sofort den Druck unter den Flügel nutzen, ne, und können da aufsteigen. Ne? Ja, jetzt hat er einen Fehler gemacht, dass er zu früh rausgegangen ist. So, und das heißt jetzt auch die weltweit heute.